Astrid Marie Machalitzer und immer noch dabei, meine Prüfung für den Heilpraktiker für Psychotherapie vorzubereiten. Heute habe ich mal ein etwas anderes Video, wobei ich mir auch vorgenommen habe, ich möchte heute jetzt einmal dieses kleine Video machen, aber auch eins nochmal zum Thema psychopathologischer Befund, nämlich die Begriffe, die ich gestern zum Beispiel nicht kannte, einfach mal rauszusuchen und zu erklären. Und um das Ganze noch ein bisschen zu intensivieren, werde ich wohl die ganzen Begriffe, also alle Begriffe, erklären. Ist ja auch ein Teil der Prüfung. Musst du ja Begriffe erklären können. Oder sollte. Möchte ich können, fühle ich mich sicherer mit. So, genau. Doch heute erstmal jetzt was anderes. Ja, wenn der Postmann dreimal klingelt. Ich habe nämlich gerade eben ein Päckchen bekommen. Ich war in der Apotheke. Also, ich war nicht in der Apotheke, aber ich habe was bestellt in der Apotheke. Nämlich Bachblüten. Ich habe vor ein paar Tagen ein Webinar dazu gesehen und vorher schon einiges drüber gehört, mich da noch ein bisschen eingelesen und hatte so das Gefühl, so rein das Bauchgefühl, jo, das könnte wirklich gut für mich sein. Und dann habe ich mir gedacht, naja, schaden wird's wohl nicht, also probiere ich's aus. Und damit fahre ich generell ja ganz gut, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dass ich dann auch, dass es meistens richtig ist, das dann so zu tun. So, machen wir das doch mal auf, das Päckchen. Warte mal, noch mal so. Man wird auch erkennen. So. Also. Na. Zack. Oh, Mist. Ja, die Erkältung ist noch nicht ganz weg. Das ist dummerweise auch noch so. Ach so, und während ich jetzt das Päckchen öffne, will ich doch mal jemandem Danke sagen. Jemandem, mit dem ich nämlich heute ein ganz lieber Freund, mit dem ich heute Morgen schon telefoniert habe, und der mich dann gleich begrüßte mit, na, Video Queen. Und das fand ich total klasse. Und an dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön nach Aachen. So, schauen wir doch mal. Ach, guck mal. Neue Apotheken-Illustrierte. Ja, sehr schön. Für die nächsten Tage was anderes zum Lesen. Alternativ zum Schokoei. Wir haben nämlich jetzt Ostern. Ne? Heute ist Donnerstag, 24. März. Und ja, dann ein Haarshampoo, Tiefenrepairbad. Es ist immer schön, was mitgeschickt zu kriegen. So ein kleines Geschenk, das ist toll. So, klar, ganz viel Knallpapier. Zu blöd zum Knallen lassen. Na gut, geht nicht. So, jetzt ist jedes Bachblütenteil hier in so einem extra Papier eingepackt. Also Plastikfolie. Aber kann man relativ leicht rausnehmen. Rausziehen. Hier habe ich Oak. Oak. Wo ist mein Zettel? Hier. Oak steht für... wo ist es? Das Einzige, was ich hier nicht habe, doch. Ganz toll für mich, ja. Für unermüdlich arbeitende Menschen. Ja, das ist auf jeden Fall das Richtige. Ja, aber gut, ich habe die ja ganz bewusst ausgewählt. So, also, da haben wir erstmal die ganze Reihe. Ach, teilweise auch zwei in einer Packung. Sehr schön. So, dann die Kiste schon mal weg. Zack. So, das wäre wahrscheinlich die Rechnung, ne? Oder? Schau mal hier. Ach, guck, Medikamente kann man sogar zurückwenden. Das ist ja auch schön. Gut, prima. Haben wir das? Alles klar? Boah, es ist schon echt nervig. So. Also bestellt. Eine ganze Reihe. Elm, Honeysuckle, Larch, Rockwater, Walnut, Wild Oat, Hornbeam, Impatience. Oh, habe ich das doch bestellt. Sehr schön. Für den ungeduldigen Menschen. Für mich gut geeignet. Oak, Olive und Sclerantus.
Gut, wahrscheinlich fehlt noch irgendwas, was ich gerne hätte, aber das werden wir dann sehen. Okay, gut, dann werde ich mich mal dran machen, das Ganze irgendwie zu mischen, ein bisschen einlesen. Und dann werde ich irgendwann berichten, ob ich das Gefühl habe, dass sich was verändert oder nicht. Ja, erstmal so viel für heute. Ganz liebe Grüße von mir. Ich bin Astrid Marie Machalitzer. Und wie gesagt, nachher gibt es noch das Video zum Thema pathologischer, psychopathologischer Befund. Ganz, ganz wichtig, denn es gilt, am Ball zu bleiben. Und über Ostern gilt es, Pause zu machen. Auch wichtig. Und gesund zu werden. Okay, also bis dann. Ciao!